Und damit willkommen zurück zu Starfield. Wir haben es ein bisschen in die Mine geschafft. Wir sind aber noch nicht ganz durch. Und da hinten ist irgendwo ein Gegner und unser Roboter-Buddy ist leider tot. Alter. Okay. Ein Überraschungsgast. Oder hätte man das auch erledigt. Hast du Munition für mich? Ja. Oh. Willkommen zurück. Dankeschön. Da glaube ich war noch mehr. Nee, komm, Station. So, was haben wir denn hier so Schönes drin? Guten Tag. Okay, Kiste. Nee. Brauche ich nicht. Ich glaube. Nee. Nichts Spannendes. Auch nicht. Ja, ein bisschen mehr Munition, da würde ich nicht nein sagen. Auch nichts sinnvoll. Okay. Vielleicht hier so. Okay, warum ist da Blut? Okay. War hier unten ein bisschen Party angesagt? Ah, Experte. Lin? Moment. Immer her mit dem Minen. Oh, oh. Ja, was stehst du da auch? Ich blute hier drüben. Ja, dann geh weg. Ah, noch mehr Überraschungen. Oh, wo? Gut. Oh, ist der nächste. Sehr gut. Nee. Brauche ich alles nicht. Langsam wird die Munition ein bisschen knapp. Okay. Das war schon mal der falsche Weg. Kisten. Medpack? Nee. Waffenkoffer. Bridger. Ich nehme nicht mal mit. Orion. Nee, erstmal nicht. Oh ja, danke. Danke. Nehme ich mal mit. Vielleicht nicht. Ja, gut. Den komm mit. Oder auch nicht. Oh. Oh. Einen Moment mal bitte kurz. Ich hätte jetzt gerne... Ich habe jetzt mal Infernmine, Kontakt, Splittermine. Alter. Fuck. Alter, so ein Scheiß.
Scheiße. War das etwas von alles? Fuck. Wurde getroffen. Alle Systeme. Okay. Ist der auch bei mir aus? Kann ich die aufnehmen? Alle von da oben. Okay, Medipack. Ich bin bereit. Könnt Hilfe. Gut. Gott sei Dank stehen die da oben so schön. Komm nochmal her. Willst du nicht runterkommen, hä? Oh. Das wird auch nicht kaputt werden. Finde ich geil. So. Schlüssel aufziehen. Gut. Der andere Kollege, du bist auch gleich dran. Oh, ich treffe den nicht. So ein Scheiß. Lynn, wo bist du eigentlich? Ach da. Okay, ich glaube. Okay. Geh mal mit dir mal. Machen wir noch mal so ein Medpack rein. Kann ich von dir Munition haben? Geil. Oh. Gut. Hätten wir das. Noch mehr? Hä? Ach, da oben. Komm schon. Ah, Mann. Das endet jetzt. Gut. Nee, bringt mir auch nichts. Ah! Das ist eine Robotikstation. Feinderkennung einstellen. Gut. Halt. Nee, Moment. Aktivieren. Sehr gut. Thor ist im Arsch. Also, Kollege. Hilf mal schön, ne? Möchtest du rein? Nein, weil ich da diesem Kabel da nachgehen muss. Und lass mich raten, das geht da in diese... Ja, natürlich. Ja, den werde ich nicht berühren. Einmal hat gereicht. Ja, wie komme ich dann da drauf? Oh. Komm jetzt. Danke. Nee, brauche ich nicht. Sonst nur irgendwie. Naja.
Habt ihr noch Goodies? Nö, hier? Medipack, geil. Gut, ab auf den Turm. Was werden wir da auch so viel Goodies finden? Aktiv gar nichts. Medipack, zweimal gleich. Oh ja, geil. Okay. So, nehmen wir auch mit. Oh. Das war's mit dem Geschütz. Okay, wie war das? Genau. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. Ich hätte eigentlich gern mit dir nochmal gequatscht. Also, worauf wartest du? Bring's zu Ende. Ich wollte dich noch nicht töten. Ich bin nicht. Das sagst du jetzt. Aber so wird es vermutlich enden. Nö. Ach, wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen. Und die verbringe ich nicht im Knast. Wenn du mich hier und jetzt töten willst. Schön. Bring's hinter dich. Das Leben hat mich schon genug gequält. Aber wenn du mich nach meinen Bedingungen sterben lassen willst, dann geh. Zuerst Infos. Ja. Wie wäre es mit einem Test? Was für ein Test? Man weiß ja, dass Ranger gut mit der Waffe umgehen können. Aber hier ist mal eine Herausforderung für dein Hirn. Wenn du diese verschlüsselte Slate knacken kannst, erfährst du was Nützliches. Und jetzt verschwinde. Und lass mich in Frieden. Naja. Oh, Digi Dietrich. Ja, damit. Hamburger brauche ich auch nicht. Okay. Ah. Gut, das bringt jetzt eh nichts mehr, weil, ja. Credits. Aufzug nach unten. Damit ihr auch nicht mehr quatschen. Ha. Toll, noch ein Slate zum Verschlüsseln. Ist sehr geil. Na dann. Ist das jetzt echt eine Ladesequenz braucht? Das habe ich übersehen. Okay. Das ist noch mehr. Ah, und das Tor ist jetzt hier offen. Und da komme ich jetzt. Ja. Okay, die haben's wirklich sehr mit den Robotern hier. Gut, aber ich glaube, das war's auch schon mit dem Nützlichen. Nö. Trauma-Pack auch nicht. Aber da haben wir noch was. Credits! Gut, ich glaube, das war's. Ciao. Yes, geil. Ach, jetzt sind wir. Da sind wir jetzt. Okay, verstehe. Gut, ab zum Schiff.
Achso, Moment mal, da musste ich ja einmal den hier. Moin. Und tschüss. Nein, ah. Ich hätte ja Cockpits sagen können. Oh, ich bin schon oben. Das ist praktisch. So, der. Ja, was gibt's? Nix, alles gut. Weil ich hätte eigentlich gerade direkt auf die Karte gehen können. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Mach mal jetzt. Also. Raus hier, raus hier. Wo ist der Marker? Da. Einmal dahin. Hätten sie aber für den Turm auch so einen eigenen Spawnpoint machen können. Beziehungsweise mal schauen, hat es hier Galileo? Nee. Okay, hätte ja sein können. Raus hier. Danke. Hat auch ein bisschen was gekostet. Behalt einfach deine Waffe im Holz. Ist halt schon geil, wenn man das mit dem Springen hier verlängern kann. So, einmal wieder ganz nach oben. Es kommen viele Promis nach Athena. Eventuell hat er den anderen ja fertig. Aber ich glaube, ich glaube es ja nicht. Moin. Jäger sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Das stimmt vermutlich. Hey, Deputy. Hab gehört, dass du fleißig von einer Seite des Freestar Collective zur anderen und wieder zurückspringst. Ja. Wie gefällt dir der Job bisher? Boah, ist ganz okay. Freut mich zu hören. Also, was führt dich her? Ich habe noch ein verschiedenes Date für dich. Ja. Oha, was haben wir denn hier? Also, das ist neu. Sehr interessant. Ich sehe mir das mal genauer an. Wenn du mir noch ein paar davon besorgst, habe ich mehr Kontext für die Entschlüsselung. Das ich hab's zwar schon gedacht. Sache. Und sei vorsichtig da draußen, Deputy. Mit diesen Söldnern ist wohl nicht zu spaßen. Hab's gemerkt. Okay, 8300 Credits. Geile Sache. Das ist besser als ein Leben als Staubcowboy auf Montana. Das heißt, schauen wir mal ins Missionslog rein. Gib dich nach Red Mile. Ja, das machen wir jetzt fertig. Und dann machen wir mit der eigentlichen Kampagne wieder weiter. Wo ist denn Red Mile? Das war ja das, wo er sagte, das ist ja außerhalb unseres Systems. Mal springen. Und auch. So. Red Mile, einmal landen. Ein neuer Platz für uns. Ich will ja nichts sagen, aber das sieht irgendwie aus wie so ein Weltraum-Diner. Ja, moin. Und dann noch falsch geparkt hier. Extreme Kälte. Das ist mal eine dicke Wumme, wenn es eine ist. Und auch.
Eingang hier, I guess. Moin. Und der Begleiter ist mal wieder nicht da. Oh, wow. Warte, erschieß mich nicht. Ich habe nichts gemacht. Oh, das könnte noch spannend werden. Dachtest du echt, du kannst einfach unbemerkt abhauen und die Zeche prellen? Ich wollte nur frische Luft schnappen. Hab ich der Barkeeperin auch gesagt. Frag sie doch. Frischluft, was? Auf einem Planeten ohne Atmosphäre. Das reicht, Stoker. Weg mit der Waffe. Wegen kleiner Missverständnisse erschießen wir keine Gäste. Bitte setz dich wieder an deinen Tisch. Interessante Rüstung. Los, trau dich. Gib mir einen Grund, dich rauszuwerfen. Jetzt beruhig dich mal. Sorry, aber davon muss ich jetzt mal ein Foto machen. Das sieht geil aus. Okay. Ja? Da ist sie ja schon. Und doch. Moment. Dem Hilf- und ahnungslosen Blick nachzuurteilen, bist du wohl der neue Deputy, richtig? Dankeschön. Tja, das werden wir bald sehen. Mieseres Timing geht gar nicht. Ich versuche seit Wochen, diesen Schmugglerring zu sprengen und habe gleich ein sehr wichtiges Treffen. Ja. Das hoffe ich. Ich habe keine Zeit, dich zu briefen. Also hör zu und beobachte. Ich treffe mich mit einer Informantin, die vielleicht wichtige Infos zu dem Schmugglerring hat. Wenn du dich geschickt anstellst und nichts Dummes machst, kann sie dir vielleicht helfen, Marco zu finden. Bist du dann soweit? Meine Informantin wartet auf uns. Ja. Komm mit. Das klingt nach Stressgespräch. Oh, geil. Mit so Cassida dazu. Können wir da auch mal spielen? Hallo. Ja, servus. Kann ich da... Ach, das ist ja alles stehlen. Der Red Mile Run ist eigentlich total simpel. Einfach nicht sterben. Schau wieder die Stimme. Hinsetzen? Du hast gesagt, du kommst alleine. Tja, hat sich geändert. Setz dich. Okay. Was? Falsch? Oh. Komm, dann setzen wir uns halt hier hin. Du arbeitest also mit Artem, ha? Huh? Wer bist du? Naja. Ja. Der Deputy hier würde gern Marco treffen und über den Söldnertrupp reden, den er finanziert. Da das Geld zum Teil aus seinem Schmugglerring kommt, arbeiten wir zusammen. Ihr ermittelt also gegen die First. Warum? Versuchen, eine Farm in ihr Land zu stehlen und ich will wissen, warum. Als Ranger muss ich Menschen beschützen und die Söldner sind... Ach, sei mal ehrlich. Bisschen merkwürdig, dass ein Söldnertrupp so etwas macht. Allerdings. Vielleicht sollte ich euch vorstellen. Jade ist genau wie Marco der Kopf eines kleinen Schmugglerkartells. Aber ihre Crew hält sich aus dem Freestyle Collective Raum fern, während Marcos Gruppe ausschließlich darin operiert. Nur will er seine Operation jetzt ausweiten und wildert in meinem Revier. I see. War das schon in der Market? Das war eine Betrug, Handel, Konkurrenz, belebt das Geschäft robust, die genug gewachsen sind. Ich glaube, das ist falsch. Genau darum geht es bei diesem Treffen. Die schlechte Nachricht ist, Marco ist extrem paranoid. Er bleibt nie lange an einem Ort. Die gute Nachricht ist, ich weiß, wie man ihn findet. Aber das sagst du uns noch nicht, weil du was dafür haben willst. Wir haben dasselbe Ziel. Ich will Marco auch ausschalten. Aber wie gesagt,
Ein Treffen mit ihm ist so gut wie unmöglich zu bekommen. Einer der wenigen Menschen, die so ein Treffen arrangieren können, ist hier in Red Mile. May Divine. Wir gehen schon lange davon aus, dass Red Mile ein Treffpunkt für Schmuggler ist. Wenn sie mit Marco Geschäfte macht, verrät sie ihn nicht einfach so. Ja, ich weiß nicht, ob die Brechstange-Methode da funktionieren würde. Ja. Genau das denke ich auch. Ich kann dir jetzt schon sagen, was sie haben will, weil sie nämlich immer dasselbe haben will. Sie will Runner. Mit denen verdient sie hauptsächlich ihr Geld. Aber solche abgebrühten Leute findet man nicht so leicht. Also ich laufe den Run garantiert nicht. Das ist ein Todesurteil. Es muss noch einen anderen Weg geben. Du bist schon lang genug Ranger, dass zu viele Leute dein Gesicht und deinen Namen kennen. Runner ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Wenn jemand dich erkennt und May was flüstert, ist alles aus. Du dagegen bist noch Deputy. Hier draußen weiß vermutlich kaum jemand, wer du bist. Du musst das nicht machen. Wir kommen auch irgendwie anders an Marco ran. Ja. Der Red Mile Run ist unglaublich gefährlich. Ich will einfach nur nicht, dass du so ein Risiko eingehst. Ja, Details? Jemand, der beim Red Mile Run antritt, einem Wettlauf auf einer tödlichen Strecke direkt vor der Kantina. Da wimmelt es von gefährlichen Kreaturen und kaum jemand überlebt. Schafft man es, ist man ein Megastar. Na schön. Es ist deine Entscheidung. Wenn du wirklich glaubst, dass du May Divine einfach nur um ein Treffen mit Marco bitten musst, nur zu. Wir warten hier auf dich. Geh nicht drauf, okay? Hä. Okay, nee, warte mal, ich will nicht warten. Nein, ich bin auch nicht hier. Versuchst wirklich den Run, ja? Ja, wie schlimm kann das schon sein? Zu dem, was wir jetzt schon so alles gesehen haben. Mal grob zu. Visier zu bleiben. Okay. May versucht echt hier alles umzukrempeln. Nee, man kann mit dem nicht spielen. Das steht zu lernen, more Red Mile. Bestenliste, ja. Halt dich an die Haus. Ja, ja. Moin. Oh, ein neues Gesicht. Ist das wohl das Gesicht eines mutigen Sportfreaks, der sich am Red Mile Run versuchen will? Oder willst du nur kurz der Last des Alltags entkommen? Ich heiße May und bin die Betreiberin dieses Etablissements, der Heimat des berühmten Red Mile Run. Du bist bestimmt vertraut damit. Ja. Ach ja? Dann wollen wir das mal ändern. Einen aufregenderen Kampfsport findet man in den besiedelten Systemen nicht. Der Red Mile Run ist ein packendes, tödliches Rennen. Die Gewinner sind die mutigsten Champions der Galaxie. Wer es schafft, den Parcours abzuschließen, der gewinnt Ruhm und Reichtum. Wer nicht, von dem hört man nie. Wenn du noch Fragen hast, ich stehe zur Verfügung. Und genieße bitte unsere weltberühmte Gastfreundschaft. Ja. Das stimmt. Aber Mr. Graziani legt Wert auf Privatsphäre. Was genau willst du denn von ihm? Verlangst du aber einen sehr großen Vertrauensvorschuss von mir. Ich mag Marco nicht besonders, aber er ist ein Geschäftspartner. Ich muss also seinen Ruf schützen. Aber du hast Glück. Ich bin heute mal großzügig. Wir hatten hier schon zu lange kein ordentliches Entertainment mehr. Wenn du uns das bietest, liefere ich dir Marco. Einfach so. Bist du bereit, beim Red Mile Run anzutreten? Ja. Ich gebe dir mein Wort.
Und das tue ich nicht leichtfertig. Sobald du angefangen hast, nehme ich Wetten von unseren Gästen entgegen. Darauf, ob du überlebst. Das sagen alle Runner. Nachdem du jetzt weißt, was von dir erwartet wird, bist du startklar? Ja, I guess. Gut. Komm mit, dann stelle ich dich vor. Deswegen habe ich ja dich und deine Leute angeheuert. Ja, gut. Kümmert euch darum. Jetzt? Ihr bekommt schon mehr als einen gerechten Lohn. Und ich bezahle immer pünktlich. Ich bezahle Unmengen, um dafür zu sorgen, dass es dir und deiner Frau besser geht als den meisten anderen Söldnern. Genau, lieber. Aber falls ihr nicht zufrieden mit eurer Vergütung seid, finde ich bestimmt andere Mitglieder, die gerne euren Platz einnehmen. Das könnte ich gerne. Aber ich habe Freunde. Mit wem redest du? Ihr wollt übrigens allen anderen, oder? Okay. Also. Bist du kaputt? Hallo? Beim Red Nile Run warten. Ja, Wenn schon sterben. Oder hier runter? Nee. Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht. Oh, muss ich da was machen? Deine Runs 0. Okay. Hallo. Ja, servus. Was? Was sagt denn das Missionslog? Hör die Einführung an. Ja, dann mach. Hallo. Ja, okay, ich glaube, ich muss ja nochmal laden. Irgendwas ist hier nicht okay. Also, liebe Leute, gebt mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich weiß jetzt, was der Run ist. Wir müssen da quasi in der Mitte zu einem Turm laufen, da Signalfeuer starten und wieder lebend zurückzukommen. Und dabei gibt es einen Haufen Monster. Die kann man entweder abschießen oder man macht einen Sprint. Und ich habe die ganzen Gespräche nochmal gemacht und jetzt hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Sie sollte jetzt nämlich da nach hinten gehen und uns ankündigen. Mal schauen. Ja, habe ich schon. Na, machst du es jetzt? Verehrte Gäste, liebes Publikum, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Versucht sich am Red Mile Run! Hier seht ihr diesen wagemutigen Menschen. Überlegt euch, was ihr wetten möchtet. Seht ihr das Feuer in diesen Augen? Stahlharte Entschlossenheit ist das. Uns steht eine gewaltige Show bevor. Die Regeln sind simpel. Geh durch die Tür und fahr mit dem Aufzug nach unten zum Start. Aktiviere das Signal am Fuß des Turms, den du in der Ferne siehst. Und dann musst du nur noch lebend zurückkommen, um deinen Run abzuschließen. Also, Runner, versuch dein Glück. Überleb den Red Mile Run. Tja, ich werde mal ganz kurz speichern an der Stelle. So. Ja, ob wir das jetzt beim ersten Mal schaffen werden. Ein bisschen nervös bin ich ja schon. Last Chance. Auf die Bergbank. An zur Bergbank. Irgendwelche Goodies? Nee. Okay. Dann waren wir draußen. Da vorne ist der Turm.
Jetzt probieren wir es mal. Schön weiter nach vorne. Fuck. Das war jetzt nicht so gut. Ich muss mal kurz was gucken. Habe ich eine Waffe, die ein bisschen schneller schießt? Reinhardt ist 60. Ja, von denen gibt es dann noch einige. Fuck. Komm jetzt. Oh, danke. So, schnell weg hier. Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Fuck, weg. Scheiß Viech. Scheiße. Scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Komm. Okay, durchladen. So. Durchladen. Und das Ding ist, sobald man... Scheiße. Sobald wir halt das Teil da oben aktivieren. Scheiße, 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 scheiße. Kommt halt ein Bossgegner. Ah, scheiße. Fuck, 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 fuck. Gut. Oh Mann, der ganze Loot hier. Ah, da waren noch Gegner. Was hast du hier so? Credits, her damit. Okay. Munition? Nee. Gibt's noch irgendwas? Nee. Nee. Schwerer Teilchenzünder. Oh ja, oh ja. Okay, okay.
Komm, mach was. Okay, wir werden das jetzt. Alter. Ich muss hier weg. Durchladen. Schnell speichern. Fuck. Fuck. Ich trag zu viel, oder? Ja, scheiße. Und ich dachte schon. Ach, scheiße. Physisch, gekühlt, 25 Thermalresistenz, einfaches Booster-Pack. Ausgebildetes Booster-Pack, Verdecker, jetzt wird dein Gesunder bist du. Okay. Ablegen, R. Jetzt aber. Fuck. Habe ich irgendwas zum Trinken mit dabei? Was ist ein bisschen beschleunigt? Hilfe, Heilgel. Nein, minus 15 O2-Regulation, plus 10 O2 für 3 Minuten. Trinken wir mal. Plus 20 O2 für 20 Minuten. Halt Infektion, machen wir auch mal. Plus 35 Bewegungsart für 2 Minuten, plus 2x Sprunghöhe. Haben wir uns auch mal rein. Okay. Alter, nein! Schneller. Hüpfen. Schneller. Ich muss da rein. Komm. Tür zu. Ach du Scheiße, ich hab's. Oh. Alter, das war jetzt aufregend. Alla Scholli. Krass. Oh weh, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Hallo? Okay. Überhaupt nicht creepy. So, jetzt will ich auch meine Kohle sehen hier, ne? Na, was sagst du? Glückwunsch, Runner. Du hast geschafft, was kaum jemand schafft. Und bist nicht einmal groß ins Schwitzen gekommen. Ja. Ja. Ja, das hast du. Und zwar auf beeindruckende Weise. Ich organisiere, wie versprochen, ein Treffen mit Marco. Ich schicke ihm einen Kurier und kündige dich an. Entspann dich doch kurz. Mach's dir gemütlich. Ich bin gleich wieder da. Das ist doch bestimmt ein Hinterhalt dann, oder? Leg dich lieber nicht mit meiner Einheit an. So. Wie sage ich jetzt mit meiner Belohnung? Oh. Meinst du, folgen wie die, dass du deine verdammtes Wochenende kriegen kannst? Dank euch kann ich kaum noch meine äußerst lukrativen. Ich hab da mal. Moment mal. Hättest du es lieber wie früher, als es hier regelmäßig Überfälle und Plünderungen gab? Er hat so viele Credits. Ich habe das doch mal in meinem Video gesehen, wie man die stehlen kann, ohne dass man dafür belangt wird. Ich brauch sowas wie eine Schüssel. Irgendetwas, was ich bewegen kann.
May führt einen ordentlichen Laden. So soll er auch bleiben. Nee, ich kann das nicht bewegen. Aber wie ging denn das im Video? Ich arbeite hier nur, damit ich die ganzen Runner live sehen kann. Ja, ja. Wobei ich die meisten natürlich nur einmal sehe. Autsch. Ach, wie ging denn das? Das Gespräch langweilt mich jetzt schon. Gut, dass du so ein Witzbold bist. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, dir in den Arsch zu treten. Kriechen? Verschwinde. Ach, Mann, die ganzen Credits hier. Das war beeindruckend. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Ich glaube, ich muss mir das nochmal ansehen, wie das geht. Da liegt gerade ein bisschen sehr viel rum. Nicht alle Tage jemanden, na gut, machen wir erstmal das Gespräch. Moin. Du bist wieder da. Geht es dir gut? Ja. Wirklich? Entweder ist der Ruf des Red Mile Run völlig übertrieben oder du bist wirklich so gut. Ich bin jedenfalls froh, dass du es geschafft hast. Warum? Hattest du etwa Angst, dass deine Ermittlungen zu dem Schmugglerring umsonst waren? Du verstehst das nicht. Dich interessiert immer nur, wie du von anderen profitieren kannst. Ich bin froh, weil das unglaublich mutig von dir war und wir Ranger mit so viel Mut brauchen können. Und ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war ekelhaft zu dir. Das tut mir leid. Ja, nicht so schlimm. Konzentrieren wir uns auf den Job. Sobald du unterwegs bist, erstatte ich dem Marshall im Turm Bericht. Komm sicher nach Hause, Deputy. Das ist ein Befehl. Du warst ja, schon klar. Immer das Weichei, Schwesterchen. Was? Ach, leck mich doch. Oder mach dich wenigstens nützlich und hol uns was zu trinken. Du bist wohl tougher, als du aussiehst. Danke. Okay, ich muss noch mal ganz kurz zugucken, das Video anschauen, wie das ging mit den Credits. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es gibt also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt, wie es geht. Also wenn man so ein Objekt ansieht und länger E gedrückt hat, dann kann man es halt rumdragen. Und was man jetzt machen kann ist, wenn man das zum Beispiel hier macht, jetzt können wir hier die Sachen da in die Kiste hier reintun. Wenn ich es dann hinkriege. Einfach hoffen, dass es auch reinfällt. Nein, einmal von so. Komm jetzt. Nein. Okay, machen wir es nochmal von da. Ah, ich glaube, ich muss die Kiste dann mal anders platzieren. So, komm, da rein. Das ist eine mega Fisselarbeit. Nein, der ist vorbeigekommen. Jetzt du nur, komm. Okay. Und wenn ich jetzt diese Kiste nehme. Und mit der zum Beispiel irgendwie da hinten reingehe. Ich weiß nicht, ob es mutig oder dumm war, aber immerhin hast du. Also, gehen wir mal hier rein. Okay. Mitnehmen. Hier rein. Tür zu. Jetzt sollte ich die nehmen können. Ja. Yeah. Oh, das sind aber gar nicht mehr so viele Credits. Hä? Was? Nein, nicht ins Menü. Weil mich halt jetzt keiner gesehen hat. Und das könnte ich jetzt natürlich mit dem ganzen Rest hier noch machen. Naja, okay, das ist aber ein bisschen zu wenig Credits, dass ich da hergehe und mir da die ganzen Dinger hier hole. So, da. Also. Wie schau mal aus? Jetzt muss ich mein Versprechen halten, Runner. Ja? Du findest Marco auf Kodos, an Bord seines Schiffs. Schlecht. Lass ihn lieber nicht warten. Geduld ist nicht gerade seine Stärke. Ja. Nur, dass jemand einen treffen will. Glaub bloß nicht, dass du ihn überrumpeln kannst. Er hat jede Menge Söldner als Bodyguards auf seinem Schiff. Das war jetzt irgendwie klar. Gut, bringen wir da mal hin. Gute Reise, Runner. Dankeschön. Falls dir mal wieder danach ist, den Red Mile Run zu absolvieren, du weißt, wo du uns findest. Ja, danke, aber nee, danke. Ja, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ist dir noch alles an der Hand? Das ist die Belohnung irgendwie zu mau. Okay, raus hier.
Ship Services. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Hoffe, euch gefallen, war spannend. Eventuell gehe ich off-cam her und gehe doch nochmal her und klaue hier mal ein bisschen was. Ist echt ein netter Trick. Das ist wohl auch beim alten Fallout gegangen. Und in der nächsten Episode werden wir ihn doch mal besuchen auf seinem Schiffchen. Mal schauen, ob das wieder so ein guter Besuch wird. Also, bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.